Matthias Gfeller wirkt ruhig. Als Departementsleiter der technischen Betrieb präsentiert er souverän die neueste Errungenschaft von Stadtbus Winterthur. Trotzdem macht sich eine Anspannung bemerkbar, wo wir ihn um ein Interview bitten. Er macht von Anfang an klar, er werde nur zum neuen Bus etwas sagen. Trotzdem auf den Informationsskandal angesprochen, kommt dann nur so viel. Nein, ich gebe zu nichts keinen Kommentar ab. Das würde heissen, ich gebe zu allem jeden Kommentar ab. Ich kann da schon noch ein paar sprachliche Spiele machen, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Die Verunsicherung bei diesem Thema ist dem Stadtrat deutlich ins Gesicht geschrieben. Trotzdem macht er seinen Job und steht seinen ersten Auftritt gegenüber den Medien. Ihr seht, ich bin im Alltag, weil was ich ein Interview gebe, gehört zum Alltag. Zurück im Alltag also. Er ist froh, dass es sich nach der grossen Aufregung der letzten Woche heute für einmal nicht um seine Person dreht, sondern um seine Funktion als Leiter der technischen Betrieb Winterthur. Trotzdem, die Untersuchungen gegen ihn in der Energieaffäre laufen.